Ja, hallihallo, ihr Lieben. Ich habe heute die tolle Sabina Kocherhans im Interview von Kunst am Zaun zum Thema Weltfrauentag. Grüß dich, Sabina. Schön, dass du da bist. Ja, liebe Petra, ich grüße dich und ich grüße natürlich auch alle Zuschauer und ich freue mich. Vielen Dank über die Einladung. Sehr schön. Sag mal, was machst du? Wo kommst du her? Was verbindet dich mit dem Weltfrauentag? Ja, das erzähle ich doch sehr gerne. Ich bin die Sabina Kocherhans und bin bekannt als die Kundenverblüfferin und stehe als Keynote-Speakerin europaweit auf der Bühne zu diesem Thema. Nebst dem bin ich auch Autorin und Stiftungsgründerin. Und ich habe natürlich mit dem Weltfrauentag sehr viel am Hut. Wenn man natürlich jetzt genau hinguckt, dann sieht man, dass ich eine dunkle Hautfarbe habe. Und das war natürlich nicht immer so easy going, wie das jetzt war oder wie das jetzt auch ist. Ich hatte natürlich viele Herausforderungen auch zu meistern aufgrund meiner Hautfarbe, weil ich ursprünglich ja von der Finanzbranche komme. Und in der Finanzbranche war das natürlich auch so ein Klischee, dass ja, ich nenne ihn immer den Werner. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand auf den Schlips getreten. Aber der Werner symbolisch einfach auch für das Klischee, das wir haben von diesen Finanzleuten, ohne das jetzt natürlich negativ zu prägen. Aber das ist halt in vielen Köpfen drin. Und da kam ich als Frau, dunkle Hautfarbe, Tattoos, bunte Klamotten. Ich habe natürlich null in dieses Klischee reingepasst. Und ja, somit verbindet mich weitgehend viel mit diesem Weltfrauentag, weil man eben auch einstehen soll für das, was man ist, die Einzigartigkeit jedes Menschen und das natürlich dann auch nach außen tragen soll, verkörpern soll, wenn es auch nicht so schön in das Schema der Masse reinpasst. Und deshalb finde ich diesen Tag und auch das, was du aus diesem Tag machst, finde ich einfach grandios. Wie bist du zu dem Selbstvertrauen gekommen, Sabina, was du hast? Das ist ja ein langer Weg, oder? Richtig, ganz genau. Und ja, also man sagt ja immer so schön, über Nacht berühmt werden, hat viele Jahre gedauert und auch zum Selbstvertrauen hat es etliche Zeit gebraucht, weil ich auch immer das Gefühl hatte, gerade auch aufgrund meines, in Anführungsstrichen, jetzt anders sein, was ich immer gedacht habe, ich bin anders wegen der Hautfarbe, habe ich natürlich auch nicht so viel Selbstwert gehabt, wie das jetzt ist. Aber ich wurde irgendwann, weil ich immer so gehänselt wurde, auch im Kindergarten und in der Schule, da habe ich irgendwann einfach gesagt, so, und ich treffe jetzt eine Entscheidung, weil ihr liegt entweder auf der Sonnenbank oder ihr liegt an der Sonne und möchtet so braun werden, wie ich bereits bin. Und ich kann damit was machen, genau mit dieser Einzigartigkeit. Und ich habe in diesem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, den Spieß wirklich umgedreht und habe einfach wirklich gesagt, was kann ich aus genau dieser Einzigartigkeit auch Einzigartiges machen? Und so bin ich dann mit einem größeren Selbstwert, der natürlich dann immer gestiegen ist, bin ich dann durchs Leben gegangen. Und du weißt ja auch, es zieht natürlich dann auch das Positive an. Und so wurden natürlich dann die Steine, sage ich jetzt mal, oder ich habe mir dann die Steine so aus dem Weg geräumt, nach und nach. Wundervoll. Ich bewundere dich echt. Wie verblüffst du denn deine Kunden? Also wir haben uns kennengelernt letztes Jahr. Genau. Und ich muss sagen, dieses Telefonat ist mir noch so präsent. Also mich hast du auf alle Fälle sofort gefangen. Irgendwie so mit deiner Art und deiner Herzlichkeit und deiner Wärme. Erzähl doch mal darüber. Ja, wir beide hatten ja wirklich eine ganz spezielle Verbindung von Beginn weg und das wertschätze ich auch sehr, dass eben der Mensch im Zentrum steht, die Verbindung zu dem Menschen auch. Also so arbeite ich auch mit meinen Kunden und ich bin auch jemand, der wirklich sagt, sag auch mal nein. Denn wenn es nicht stimmig ist, wenn es nicht passt, ist nicht immer nur die Kohle im Vordergrund, sondern es muss wirklich stimmig sein, es muss rund sich anfühlen, auch wenn ich mit einem Kunden arbeite, beispielsweise jetzt in einem 1:1-Training, da muss es stimmig sein, weil ansonsten hast du einfach keine guten Ergebnisse. Weil wenn das nicht stimmig ist, dann passt das nicht und dann kann der andere auch nichts annehmen. Und deshalb bin ich auch sehr auf dieser Ebene, dass ich sage, es muss wirklich in allen Bereichen von beiden Seiten her natürlich stimmig sein. Und bei uns war das ja auch so, wir hatten ein sehr emotionales Telefonat, kann ich mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern, weil du ja auch ein Teil von unserer Charity Gala bist. Da werden wir jetzt aber noch nichts verraten. Das erfahrt ihr dann
dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und bei mir ist es halt einfach so, dass ich sage, verblüffe den Kunden, aber verblüffe zuerst dich selber. Mhm. Denn was versteht man unter Kundenverblüffung? Und das wirst du auch erleben, Petra, du bist ja auch viel unterwegs. Und nimm jetzt mal die Hotellerie als Beispiel, wo nicht mal, ohne jetzt auch wieder jemanden da auf den Schlips zu treten, aber wo einfach in der Erfahrung, die ich gemacht habe, oftmals nicht mal die Basics eingehalten werden, was jetzt wirklich heißt, den Kunden wahrzunehmen, ihn zu begrüßen. Einfach so diese wirklich einfachen kleinen Dinge. Und wenn du das noch ausweitest, jetzt auf die ganze Servicewüste, sage ich jetzt mal, da brauchst du nicht nur Deutschland zu nehmen, da kannst du die Schweiz, ja, Österreich und auch andere Länder kannst du mit reinnehmen. Natürlich gibt es Ausnahmen und natürlich sind nicht immer alle. Aber mehrheitlich ist die Service-Dienstleistung irgendwo verloren gegangen und wir eigentlich uns da noch freuen, wenn wir überhaupt mal begrüßt werden, und das kann es einfach nicht sein. Weil die Basics, die setzen wir voraus, normalerweise. Und das ist auch das, worin ich viele Trainings gebe, worin ich viele Keynotes spreche und wo ich einfach auch appelliere, verblüfft den Kunden. Erstmals mit Basics und dann wirklich auch mit maßgeschneiderten Kundenverblüffungsstrategien, mit denen ich ja auch arbeite, dann auf den Kunden abgestimmt, wo wir wirklich verblüfft sind, wo wir wirklich auch sagen können, wow, wir werden Fans von einem Hotel. Was jetzt wirklich sich Dinge merkt, wenn ich das nächste Mal dann wiederkomme, wo ich mich auch wertgeschätzt und willkommen fühle. Und das werde ich natürlich dann auch weiterempfehlen. Wenn ich sowas habe, dann sage ich auch zu dir, wow, das ist ein tolles Hotel, geh mal dahin. Und nur so, wenn du Fans generieren kannst, dann hast du wirklich lebenslang Weiterempfehlungen und brauchst keine Kaltakquise mehr zu machen. Genau, super. Was machst du eigentlich am Weltfrauentag? Ich mache am Weltfrauentag, da wo ich am liebsten bin, auf Messen, Kongressen und Veranstaltungen. Okay. Ja, das passt sehr schön. Also das ist das Wohnet-Kongress hier in der Schweiz. Mhm. Das ist auch die weltgrößte, besser gesagt die größte Verbindung, so muss ich es jetzt sagen, von dem Schweizer Frauennetzwerk, was auch die Petra, aber nicht die Petra Burg oder die Petra Polk oder die Petra was auch immer, sondern die Petra Rona hat das auf die Beine gestellt, ein Riesenfrauennetzwerk hier in der Schweiz, das größte. Und da gibt es diesen Wohnet-Kongress und da werde ich sein, werde auch viele meiner Kundinnen da treffen und netzwerken, werde mit Kim hingehen und da werden wir den ganzen Tag sein morgen, genau. Ja, da wünsche ich euch auf alle Fälle ganz viel Spaß und gute Gespräche. Wenn du jetzt nichts vorgehabt hättest, hätte ich dich nach Sinzig eingeladen. Ich habe nämlich in Sinzig bin ich bei einer Ausstellung dabei. Die wird morgen eröffnet. Weiberkunst, Frauenkunst 2019. Wow. Und okay. Da freue ich mich schon total drauf. Da ist morgen Abend die Vernissage um 18 Uhr. Und die Ausstellung geht bis zum 29. März. Also wenn du in Deutschland bist, ist es von mir eine Empfehlung, ruhig mal nach Sinzig zu fahren. Das ist in der alten Druckerei. Und diese Ausstellung zu besuchen. Das sind 40 Künstlerinnen, die da eine Gemeinschaftsausstellung machen. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich werde mir das nachher gleich noch notieren, weil ich bin ja sehr, sehr viel in Deutschland. Also wir fahren dann auch morgen Abend, morgen Nacht dann wieder nach Deutschland und von dem her denke ich, werden wir diese Gelegenheit nutzen. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, diese Ausstellung dann auch persönlich zu besuchen. Klar. Also am 17. März, das ist ein Sonntag, ich schreibe das aber nachher mal drunter, da gibt es auch einen Künstlerrundgang, Künstlertalk, vielleicht passt es ja. Würde mich sehr. Wir werden uns bestimmt finden. Klar, auf alle Fälle. Machen wir möglich. Genau. Am 24. März bist du auch auf der Buchmesse, ne? Das ist richtig. Wir sind in Leipzig auf der Buchmesse, sind da auch mit vielen Kontakten und vielen Meetings zugange. Ich freue mich riesig, Axel Kahn wiederzusehen. Da sind wir auch eingeladen mit seinem neuen Buch und da noch diverse Projekte zu besprechen und wieder auch viele Leute wiederzusehen. Und dann Ende des Monats bin ich dann in Düsseldorf, wo ich ja dann im großen BIN-Kongress spreche, wo ich mich auch schon riesig freue, da dann eine Keynote zu halten, wieder zu dem Thema Kundenverblüffung natürlich. Ja, super. Da bin ich ja auch auf dem BIN-Kongress. Da wird ja ein Buch von mir versteigert für
die Nina Ruge. Und ich darf dann den Award übergeben. Da freue ich mich auch schon riesig. Ja, das finde ich klasse. Das finde ich klasse. Und es hätte niemand besseren treffen können als dich, liebe Petra. Das sage ich nicht einfach nur, weil du kennst mich. Also wenn ich was sage, dann meine ich es von Herzen. Ansonsten sage ich den Leuten immer, dann kannst du auch die Klappe halten und brauchst nichts zu sagen, weil einfach falsches Mitleid oder falsches Geheuchel, das ist sowieso schrecklich, finde ich jetzt gerade, und zu dem Weltfrauentag noch schlimmer. Das brauchen wir nicht. Wir wissen, was wir sind und was wir haben und was wir können. Und ich finde es wirklich an dieser Stelle nochmal einfach großartig, was du auf die Beine gestellt hast in dieser kurzen Zeit. Dankeschön. Also ich freue mich auch. Ich habe jetzt die Zusage bekommen, also der Verein geht an den Start. Die Gründungsversammlung ist einberufen und dann geht es alles seinen Weg. Also das liegt mir schon sehr am Herzen und heute habe ich so einen Kurzfilm zusammengeschnitten. Also das wird richtig toll. Ja, Sabina, dann danke ich dir jetzt mal ganz herzlich für dieses Interview. Hast du noch ein Schlusswort für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja, sehr, sehr gern geschehen, liebe Petra. Ja, mein Schlusswort, da bleibt mir nichts anderes, als zu sagen, be different, be you. Denn wenn du dich selber bist in deiner Einzigartigkeit, dann bist du schon anders genug und gehst eigentlich raus aus der Masse, das sogenannte Verrücktsein, um eigentlich wirklich dein Ding zu machen, dein Ding zu leben. Denn du hast ein Leben in diesem Körper. Lebe das und tu es jetzt. Oh, das ist wunderbar. Ich danke dir von Herzen, liebe Sabina. Und ich wünsche allen noch eine wundervolle Zeit, bis wir uns wiedersehen. Also, ciao. Ciao.